Ein geheimes Tal, irgendwo im Bundesstaat Oregon. Beim letzten Mal haben wir ein begehbares Gehege für den Ankylodokus gebaut. Die Idee dafür kam von Whitey und Co. und deswegen hat er sich hier auch als Ankylodokus verewigt. Außerdem haben sich natürlich hier auch noch drei weitere von euch verewigt. Vielen Dank an alle Kommentare unter dem letzten Video. Und in der heutigen Folge haben wir wieder eine extrem gefährliche Kreatur, die wir im Park unterbringen müssen. Das ist der Spinoraptor. Dieser ist sehr intelligent und ist ein richtig guter Kletterer. Deshalb muss das Gehege extrem ausbruchsicher sein. Und jetzt geht's los mit der sechsten Folge von unserem High Security Park. Wir beginnen diesmal wieder ganz klassisch damit, dass wir erstmal die Bäume an der Stelle entfernen, wo wir heute bauen wollen. Das hier wird übrigens die letzte Baufolge von dem Park, denn wenn wir das Gehege hier fertig haben, haben wir alle 7 Hybriden aus dem Spiel im Park untergebracht. Aber keine Sorge, es wird noch eine weitere Folge aus dem Park geben, wo wir dann nochmal eine Parktour machen, uns alles ein bisschen genauer anschauen und dann werde ich euch natürlich auch das Safe Game zur Verfügung stellen. Das hier wird übrigens die Gehegeform. Ich habe dafür Aviariumskuppeln aneinander platziert und dann in den Boden versenkt, sodass nur noch das gerade Dach der Kuppeln rausguckt. Denn ich wollte halt gerne, dadurch, dass die Spinoraptoren so gut klettern können, wollte ich halt gerne so ein Gitterdach oben drüber haben, damit es halt keinen Ausweg gibt für die. Und der beste Weg war halt, das Ganze mit diesen Käfigen zu machen. Ich habe mir dafür auch so Mauerstücke genommen und einmal das Ganze fleißig damit abgesteckt. Ich habe versucht, so gerade wie möglich zu arbeiten, damit es nachher auch ein gutes Ergebnis wird. Das Gehege wird übrigens diesmal in den Boden versenkt. Also es wird nicht nach oben gebaut, die Mauern, sondern das Ganze wird einfach in den Boden versenkt. Dadurch ist es dann natürlich nochmal eine Nummer sicherer. Das Praktische an den Aviarium-Kuppeln ist, dass man die relativ schnell markieren kann und dann hochheben kann. Dadurch können wir sozusagen den Deckel von dem Gehege abnehmen und dann können wir halt viel besser in dem Gehege arbeiten. Also ist die Sicht halt durch das Gitter nicht so eingeschränkt. Die Lücken zwischen Mauer und dem Untergrund habe ich dann auch wieder mit solchen Bodenplatten abgedeckt. Das sind wieder diese Basketballplätze, die ich einfach umgedreht habe. Habe ich jetzt ja schon öfter im Park verwendet. Das habe ich dann auch einmal komplett drumherum um das Gehege gemacht. Und die überstehenden Ränder habe ich dann auch noch angepasst. Die Erde, die dann dort noch so ein bisschen durchgeschimmert hat, die habe ich dann einfach mit dem Terrain-Tool verschwinden lassen. Und als Tor für das Gehege habe ich zweimal so eine Aviariums-Brutstation genommen und diese hier in die Wand eingebaut. Dort oben drüber habe ich dann eine Brutstation von der Lagune platziert. Dadurch kommt halt so ein bisschen das Feeling auf, dass diese Tore mit diesem Gebäude verbunden sind. Und das Wasser, was durch das Lagunengebäude dort entstanden ist, das habe ich dann einfach abgedeckt wieder mit solchen Betonplatten. Als nächstes habe ich mir solche länglichen Betonplanken geschnappt, denn ihr hattet auch mal in die Kommentare geschrieben, dass ich ja mal so eine Brücke über ein Gehege bauen könnte und das wollte ich hier halt gerne mal machen. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wer das geschrieben hatte und habe den Kommentar auch auf die Stelle nicht gefunden, aber vielen, vielen Dank für die Idee, es wird auf jeden Fall jetzt hier umgesetzt. Die Brücke kommt genau hier an diese Stelle. Da fand ich die ganz passend. Und die bekommt natürlich auch ein Geländer. Dann nehme ich wieder dieses gelbe Geländer.
Und da unser Gehege allgemein auch noch einen Geländer braucht, weil es ja an den Boden abgesenkt ist, habe ich mir halt diese Teile geschnappt. Die fand ich ganz cool, weil die halt so ein bisschen schwarz noch mit drin hatten. Die habe ich nämlich einfach so alle aneinander platziert. Und dann habe ich die hier an den Boden versenkt. Das war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, weil ich halt alle Seiten damit abstecken musste. Ich habe das dann auch noch mal ein bisschen niedriger gemacht, damit die ganzen Mitarbeiter dort auch vernünftig rüber gucken können. Und dann habe ich natürlich auch noch die restlichen Seiten damit abgesteckt. Einmal hier bis zur Brücke. Und dann hier, das ist schon die letzte Seite. Hier habe ich jetzt noch mal die Betonfläche um das Gehege ein bisschen sauberer gemacht, dass dort halt nichts mehr übersteht bei den Ecken und Kanten. Denn ich wollte hier auch noch so einen anderen Farbton mit einbringen, so ein dunkleres Grau. Und das konnte ich halt hier perfekt mit dem Wegetool machen. Und jetzt musste das Ganze natürlich auch noch mit dem Hauptweg verbunden werden. Dort habe ich einfach den Weg weitergeführt bei dem Stegoceratops-Gehege. Es war ungefähr die Mitte vom Park. Das heißt, von dort aus führt jetzt einfach ein Weg zu unserem neuen Gehege. Ich habe dann auch das Gehege nochmal ein bisschen weiter abgesenkt, damit die Decke halt nicht so niedrig ist. Weil wir müssen ja immer bedenken, da kommt später noch ein Käfigdach rüber. Das habe ich jetzt auch einmal schon mal runtergezogen, denn ich wollte noch mal eben schnell eine Säule platzieren in der Mitte da von dem großen Bereich. Für die Säule habe ich mir hier diesen Futterspender genommen und umgedreht. Und dadurch hatten wir halt eine sehr coole Betonsäule. Der Deckel kommt jetzt erstmal wieder hoch, denn die Säule steht jetzt an der richtigen Stelle. Und jetzt habe ich mir mal so einen Spinoraptor platziert, einfach damit wir einen Größenvergleich haben. Weil hier kommen jetzt die ersten Beobachtungsgalerien rein. Und die sollten halt nicht zu niedrig sein, damit sie nicht in der Reichweite von dem Spinoraptor sind. Obendrauf kommt einmal so ein Schutzbunker, das ist dann sozusagen der Eingang für diese Beobachtungsgalerie. Da habe ich dann die Wegfläche auch nochmal ein bisschen schöner gemacht drumherum. Und dann habe ich hier auch wieder so ein paar Markierungen neben das Gebäude gemacht. Das wird dann wieder so ein Abstellbereich für irgendwelche Kisten und sowas. Das habe ich tatsächlich nur gemacht, weil bei dieser Beobachtungsgalerie immer noch so ein kleines Stück dort oben rausguckt. Das musste ich halt noch verdecken. Ich habe übrigens bei den Markierungen auch verschiedene Farben benutzt. Denn das Grau, da konnte man die Markierung nicht sehen. Deswegen habe ich mir hier nochmal so weiße Sachen geschnappt und im Boden platziert. Und in dem Bereich kommen jetzt, wie gesagt, nochmal ein paar Kisten. Damit können wir halt perfekt diese Stellen dann noch überdecken. Auf der anderen Seite kam dann auch nochmal ein kleiner markierter Bereich. Und hier kamen jetzt mal ein paar Dinosaurierkäfige rein. Und gegenüber habe ich auch nochmal eine weitere Beobachtungsgalerie gemacht. Allerdings hier nur eine einzelne. Auch hier kam dann ein Schutzbunker als Eingangsgebäude hin.
Und die Wegfläche habe ich dann auch nochmal ein bisschen größer gemacht, damit man auch dort vernünftig in den Eingang reinkommt. Weil hier noch ein bisschen Platz war, kamen auch hier ein paar Markierungen hin. Und diesmal ein Kran plus Dinosaurierkäfig und ganz viele Kisten. Als nächstes ging es dann schon an die Gestaltung von dem Gehege. Dort habe ich erstmal ein Gewässer rund um die Säule dort eingezeichnet. Und da der Spinoraptor gerne Fisch frisst, kamen hier ein paar Fische rein. Und dann auch noch ein deaktivierter Futterspender, der sozusagen dafür da ist, die Fische in das Wasser zu lassen, wenn die dann alle sind. Außerdem habe ich mir hier jetzt auch nochmal selber einen Futterspender gebaut, einen etwas größeren, aus 4 Stück, die ich auch deaktiviert hatte. Da kam dann zum Fressen eine Mischung aus Fleisch und auch aus Fisch rein oder rauf. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Spinoraptor sehr intelligent ist und deshalb hat auch er hier versucht, Ausbruchversuche zu starten. Hier hat er zum Beispiel in den Boden reingebuddelt, das hatten wir auch schon mal im Indominus Rex Gehege so gemacht und auch an dieser Stelle. Aber natürlich ist auch hier im Boden das Gehege abgesichert mit einem Gitter. Als der Spinoraptor auf das Gitter gestoßen ist, hat das dann auch sein gelassen. Jetzt kamen hier schon mal ein paar Felsen. Und auch ein bisschen Gras. Ich habe versucht, das Gras auch nur an den Stellen richtig einzuzeichnen, wo halt die Sonne gut durchkommt. Und dazu kommen dann natürlich auch noch ein paar Büsche. Außerdem hat auch der Spinoraptor ein paar Bäume umgeschmissen, die jetzt hier rumliegen. Und auch ein paar vertrocknete Äste kommen dann dort auch noch rein zur Deko. Schön in den Boden versenkt und immer eine andere Rotation, damit es halt nicht nach dem gleichen Objekt aussieht. Das Besondere an dem Spinoraptor ist, dass dies die erste Hybridenspezies ist, an der Forschungen mit natürlicher Fortpflanzung praktiziert werden. Denn hier wurden Männchen und Weibchen in ein Gehege getan und diese sind auch gerade dabei, sich zu vermehren. Die haben nämlich hier schon ein Nest gebaut und die ersten Eier gelegt. Und das Ganze wird natürlich von den Mitarbeitern im Park hier überwacht. Und alle sind sehr gespannt darauf, was aus den Eiern schlüpfen wird. Ob es wirklich gesunde Nachkommen sind, ob sie genauso aussehen wie die Eltern. Man weiß es noch nicht. Ich bin ein Baby. Und dann kamen auch noch ganz viele Büsche und auch Bäume in das Gehege.
auch der Spinoraptor hat versucht, bei der Mauer auszubrechen. Und dadurch sind hier schon so ein paar Ausbruchspuren zu sehen. Am Eingangsbereich kommt dann auch noch mal eine Schranke hin mit ein paar Sicherheitsmitarbeitern, die jeden kontrollieren, der da rein und raus will. Dann habe ich auch so noch ein paar Mitarbeiter aufgestellt, die das Gehege beobachten. Und hier auf den freien Bereich habe ich noch mal so ein paar Schiffscontainer gestellt. Dazu noch ein paar weitere Kisten gepackt. Und hier wird gerade auch frisches Futter für die Spinoraptoren angeliefert. Deswegen kommt jetzt hier auch noch ein bisschen Fleisch und Fisch auf die Ladefläche von den beiden Fahrzeugen. Um den gesamten Bereich kam dann auch noch mal Beleuchtung und weitere Mitarbeiter. Hier jetzt noch mal Claire und Owen, oder Fake Claire und Owen eher gesagt. Die beobachten das Ganze von der Brücke. Und auf die andere Seite habe ich auch noch ein paar Mitarbeiter platziert. Außerdem kommt hier jetzt auch noch eine Stromversorgung hin. Die versorgt das Gitter mit Strom, damit dort auch kein Spinoraptor hochklettern kann. Und damit es noch sicherer ist, kommt jetzt hier an jeder Ecke nochmal so eine Bewegungskamera. Wenn da mal was nicht stimmt, wird es auf jeden Fall sofort festgestellt und es können Maßnahmen ergriffen werden. In das Gehege kommen dann noch ein paar Überbleibsel von erlegter Beute. Und jetzt habe ich noch so ein bisschen drumherum das Ganze gestaltet. Das übliche, Bäume, Büsche, Felsen. Einfach damit der Übergang ein bisschen schöner ist. Und jetzt kommen natürlich auch noch unsere Spinoraptoren in das Gehege. Ich mache da mal wieder verschiedene Farben. Aber insgesamt dachte ich so, ja, dass wir 5 Stück hier reinmachen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Menge. Die sind wieder alle mit dem Leuchtmuster, also die leuchten schön im Dunkeln. Und ihr könnt natürlich wieder tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Das hier ist die letzte Chance, sich in meinem Park zu verewigen. Und das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.